Boom, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von YouTubers Live. Der Celebrity Valkyrie Creator, der ist ganz wichtig für das Gameplay. Wir brauchen da nämlich satte 700.000 Aufrufe drauf, nur auf Gameplay. Das Preview hat über 1 Million, Roman Bomb Gameplay hat es auch gepackt. Ich hoffe, dass wir mittlerweile so eine Reichweite haben, dass wir sagen können, yo, das passt. Event werde ich nicht hingehen, Gameplay zu Frisky Crystal. Machen wir. Frisky Crystal. Na sicher das. Ja, 10%. Ich will nicht aber hingehen. 3,7 Millionen. Sicher, manchmal sind auch die Dinger richtig geil. So, Frisky Crystal. Wie sieht das aus? Ach, ist auch wieder so ein Bullshit. Müssen wir erstmal bewerben. Aber das ist halt so, wenn du dann sagst, oh ja, Gameplay, das läuft locker flockig von der Hand. Ne. Schaffen wir nicht. Ist, glaube ich, jetzt schon zu langsam. Für 700.000. Da zieht sich ab 500.000 schon hoch. Alter, das schaffen wir nicht. Never ever. Wie viel wollen die haben? 707.000? Nö. Also, müsste schon echt mit dem Devil zugehen, dass wir das hinbekommen. Ah, man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. 707.000, es ist nicht mehr viel, Freunde, es ist nicht mehr viel. Bitte! Oh, Freaky Crystal, das müssen wir auch bewerben. Und jawohl. Ist nichts passiert. Komm schon, nicht mehr viel. Nein, das reicht nicht. Das reicht knapp nicht. Fuck. Da müssen wir es nochmal probieren. Vielleicht hat es jetzt nochmal 9%. Kannst du haken, ey. Tja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist nicht ganz so einfach. Schade, 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 schade. Wir sind auf der 4, Alter. Wir sind auf der 4. Ordentlichen Sprung gemacht. Wenn es jetzt halt wieder 5% verloren gehen, sind es wieder 160.000 Abonnenten. Läuft. So, wir sollten nochmal. Komm, das machen wir jetzt. Ich gehe erstmal nochmal schlafen und eine Pizza essen. Und dann sollten wir vielleicht nochmal ein Gemeinschaftsprojekt machen. Okay. So, Frisky Crystal, das geht ab. Schafft auch wieder. Also die Previews, die sind wirklich gern gesehen, ne? Die sind echt gerne gesehen, die Previews. In mehr Events, ja, ich weiß es. So, was können wir denn gemeinschaftlich da fabrizieren? Ich will erstmal einkaufen gehen. So, 767 Abonnenten, manchmal. Egal.
Maniac Game Hunter, 13. Juli, den holen wir. Everybody Love the Llama, den holen wir auch. Und was hat Top-Bewertung, was noch nicht so alt ist? Ist schon wieder Mittel, Viking Cyrus. $1. Probieren wir aus. Probieren wir aus! So, die Games kommen jetzt. Walkthrough Obsessive Compulsive Spider. Nö. Ich will jetzt erstmal nicht auf mein Netzwerk achten, sondern... So, Gemeinschaftsprojekt. 100. Viking Cyrus, Gemeinschaftsprojekt. Läuft. So, auf geht's! Und wir müssen dann auf jeden Fall bald mal wieder auf ein Event. Sonst wird das echt heftig. Du startest in die Aufnahme. Da haben wir... ein Logo mit 3D-Intro. Da kriegen wir nämlich gleich 4. Es geht da halt meistens nur um die Unterhaltung, dass wir die relativ gut einbauen. Das ist aber... Also wir müssen eigentlich mit Urheberrechtsverstößen arbeiten, glaube ich. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Weil ich krieg die Unterhaltung, kriege ich gar nicht so hoch. Mal 2. Nehmen wir doch den, oder? 10. Läuft. So, plus 2. Nehmen wir ein Küsschen rein. Nö. Dann nehmen wir das und das. Das läuft. Also wir haben alles erfüllt, bis auf die Unterhaltung. Und das ist eben gar nicht so leicht, weil ich habe die Karten nicht. Ich habe die Karten nicht. Keine Ahnung. Und die nächste hohe Karte für die Unterhaltung, die mir da irgendwie in die Reihe reinspielt. Aber ihr seht, ich habe nichts. Die würde ich dann auch nehmen. Um da nach oben zu pushen, aber pff, alle anderen Werte sind unfassbar hoch. Ich krieg nur Minuskarten da. Ich habe keine Chance. Hier, das müsste ich jetzt eigentlich nehmen. Plus 4, das sind 11. Nur so komme ich da dran. Und dann zahle ich auch lieber die Strafe, wie dass ich mein Netzwerk zurate ziehe. So, hier. Das machen wir auch rein. Dann haben wir nämlich 8. So läuft das doch. So läuft das doch. Können wir machen. Läuft prima rein. Haben wir plus 1. Und bei dem anderen haben wir auch noch mehr als genug. Also, unterm Strich war doch okay. Trauriger Abschied. Komm, nehmen wir den noch mit rein. Wer weiß, für was wir die Karten brauchen. So, sieht gut aus. Ausgehen und mehr Pips. Ja, ja, jetzt muss ich erstmal schneiden, Freunde. 2 unten, da hätte ich 11 in Unterhaltung. 2 oben, wieder 2 unten. 2 unten, 1 unten. Oh ja. Oh ja, das ist geil. Oh ja, das ist richtig geil. So, bei Unterhaltung nehmen wir noch 2 Punkte mit rein. Und ansonsten beim Schnitt nehmen wir noch 5 Punkte mit rein. Und dann können wir sogar nochmal die Unterhaltung ein bisschen aufbessern. Plus... Pff, eigentlich gerade egal. Also saugut. Ich glaube, das Video wird Bombe. Zack. Das Video wird gut. Das Video wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Scheiß auf die Konsole, aber Interesse und Spielbeliebtheit. Wenn ich das jetzt noch pushe... Dann läuft das. Oh.
So, komm. Ich zahle die Strafe. Ist mir tausendmal lieber, als dass ich da dann nachher in die Röhre schaue. So! Unsere Wand ist ja mittlerweile voll mit Aufgaben. Dead Redemption! Oh ja! Red Dead Redemption on the road! Schaut euch mal an, mit 20.000er Schritten geht es vorwärts, also das ist super. Dart rockt! Welcome Dead Redemption. Ist zwar nicht das, was ich meine, aber ist egal. Hä? Also jetzt muss es mal einer verstehen. Falsches Cover. Nun gut. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ich weiß es. Sieht diesen Monat nicht so gut aus. Aber es ist egal. Ich kann nicht immer nach deren Pfeife tanzen. Und auf Events brauche ich gar nicht gehen. So, jetzt ist sie fertig, dann kann nämlich sie auch ein Video aufnehmen. 303, wir haben fast 4 Millionen Aufrufe, 4 Millionen Abos. Woohoo! Auf Rang 2! Wie viele Abonnenten hat Delilah? Das ist die gute Frage, liebe Freunde. Wie viele Abonnenten hat Delilah? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay, dann hänge ich noch eine Folge dran. Dead Redemption. Dann hänge ich noch eine Folge dran. Ich will das schaffen jetzt. So, du machst ein Video. Auch noch ein Preview zu den ganzen Games. Wir entwickeln uns ein wenig zu einem Preview-Kanal. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich. Gibt ja auch viele Kanäle, die genau das machen. Einfach so Games vorstellen. 2 Millionen. Oh, Alter. Never ever, oder? So. So läuft das doch ganz ordentlich. Oh, jawohl. Everybody loves the llama. So, du kannst ein Video noch aufnehmen. Wir haben nämlich noch Platz. Und dann, das sind alles drei Games, die eigentlich ganz gut laufen, ne? Das würde ich jetzt aber machen. Und zwar das Gameplay, das brauchen wir ja noch. Auch wenn wir 10 Tage noch Zeit haben. So. Muss ja irgendwann gemacht werden. Und Dead Redemption hat auch über 1 Million. Das ist ein geiler Abonnentenaufrufwert. Fast jeder vierte Abonnent schaut sich das an. Das ist echt hart. Das ist geil. Wenn man das mal in echt hätte, in echt liegt es bei so, wenn es gut läuft, bei 3% oder irgendwas. Ja! Was? Wir können umziehen! Ich bin die Nummer 1 und wir sind dann gerade mal wieder rum, aber wir können umziehen. Werde zum YouTuber Nummer 1, spare 100.000 und ziehe in das Weltraumhaus. Juhu! Wir waren einmal kurz auf der Nummer 1. Sau geiles Ding.
Und ich glaube, wir nähern uns dem Ende von YouTubers Live. Sehr, sehr geil. Ist ein bisschen abgespaced, muss man zugeben. Oh yeah. Wie war es bei Al Pacino Scarface? The world is mine. Oder the world is yours. Krasser Scheiß. Was? Krass, man kann da gar nicht mehr weitermachen. Man kann da gar nicht mehr weitermachen. Ich dachte, da geht's noch weiter. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. YouTubers Live ist beendet. Und es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß bereitet. Muss ich wirklich sagen. Und wenn es euch auch viel Spaß bereitet hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Und ansonsten sage ich einfach mal Dankeschön für die Leute, die da zugeschaut haben. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und jetzt heißt's, wir haben wieder Platz für was anderes oder für was Neues. Oder aber, was ich erstmal machen würde, die anderen Projekte jetzt öfter zu zeigen, damit wir da einfach vorwärts kommen. Wir gucken mal, wohin die Reise geht. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und danke für dieses geile Projekt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder von einem anderen Projekt. Bis dahin! Euer Bloody LP.